Weißt du, jetzt vor der Kamera lügst du wieder rum. Gerade sagen, kommt er so, ey Kevin, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Tim macht mich total fertig. Ich komme unter diesem ganzen Druck einfach nicht klar und ist einfach, bin total überfordert, was der von mir will. Drück mich mal bitte. Ja, steh dazu. Boah, du riechst aber verführerisch mit deiner Creme auf den Händen, hör mal. Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Video. Nimm doch mal die Schiene aus an die Ah ja, hast recht. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir befinden uns heute in Berlin im Powerhouse und haben gestern schon ein Armtraining gemacht. Das gibt es jetzt gerade im Moment. Wird das veröffentlicht auf dem YouTube-Channel von Kevin Wolter. Link in der Videobeschreibung. Und jetzt machen wir ein schönes Rückentraining. Kevin und ich haben uns vorher abgesprochen, was wollen wir trainieren. Das ist immer nicht so einfach, wenn zwei Bodybuilder aufeinandertreffen, was trainiert wird, weil jeder hat so seinen Split. Aber Kevin sagt, pass auf, wenn du zu mir kommst zu Besuch, entscheide du, was auf dem Plan steht. Vielen Dank dafür. Und bei mir ist heute das zweite Rückentraining, weil ich zurzeit zweimal die Woche Rücken trainiere, immer Mittwoch, Samstag. Deswegen machen wir heute ein Rückentraining. Wird nicht ganz so schlimm, weil wir heute mehr in die Tiefe gehen. Wenn ich in die Tiefe gehe, mache ich nicht so viel Grundübungen und deswegen wird es nicht so schwer halt eben, ne? Deswegen machen wir heute ein schönes Rückentraining und mit dabei haben wir den lieben Aldin. Blüchen. Aldin heißt Bipro. Genau, den wollte ich mich gerade sagen. Den Aldin habe ich heute auch selber erst kennengelernt. Ganz netter Kerl, ich habe ein bisschen verfolgt. Der ist nämlich jetzt ganz, ganz frisch gebackener IFB Pro. Die ganzen bösen Zungen würden wieder sagen, ja, wieder ein Profi mehr. Aber Aldin hat wirklich abgeliefert, also du hast wirklich klasse Symmetrie, klasse Linie. Also wenn da in den nächsten Jahren noch mal ein bisschen Beef drauf kommt, dann sieht das gut aus. Und vor allem deine Einstellung finde ich gut, dass du sagst, hier, pass auf, ich hab Zeit, ich bin noch jung, Step by Step. Weil viele dann, gerade wenn es dann läuft, wenn sie Profi sind, dann denken sie so, mit der Brechstange jetzt arbeiten zu müssen. Mit der Brechstange ist immer scheiße. Ob es kurz vor einem Wettkampf ist oder ob es auf das Hinarbeiten eines Wettkampfes ist. Ja. Alles, was du mit der Brechstange erreichen willst, ist immer scheiße. Deswegen das Wort Lifestyle, ne? Genau. Das soll ja nicht nur für ein Jahr gemacht werden oder zwei. Und dann, dass man sich irgendwie ausruhen muss oder eine Pause von der Arbeit braucht. Das soll ja wirklich etwas sein, was beständig bleibt und wovon wir eigentlich leben, was uns Spaß macht, was wir lieben. Ja. Und das muss man nicht überstürzen. Genau. Super, also ich habe richtig Bock. Wir machen jetzt ein schönes Rückentraining und legen wir los. Erste Übung, Rudern hängen. Passt, ne? Ruder von oben. Und dann nochmal breites Latt ziehen und dann überlegen wir uns, ob wir noch einmal zum Schluss so ein bisschen breites Rudern machen. Aber so richtig schweres breites Rudern mache ich immer mit. Dann mache ich so eine Grundübung. Mache ich so vorgebeugtes Langhandelrudern. Weißt du? Und heute mehr so eng in die Tiefe. Ben Fakulski im Goldschirm in der Nähe, der sagte auf jeden Fall, man muss ganz krass darauf achten, dass man die Ellenbogen eng am Körper vorbeizieht und die Ellbogen nach hinten zieht und dass man die Stangen Richtung Bauchnabel zieht. Man zieht die automatisch Richtung Bauchnabel, wenn man erhöhter sitzt. Bei manchen Ruderübungen ist es so, dass man tiefer sitzt und dann ziehen die meisten, zieht dann so nach oben. Und dann arbeitest du aber nach oben und dann fehlt dir das Beef hier in der Rückenpartie. Auf so viel verkürzer hin gleich. Normal, also ich mache immer so eine Zugübung von oben, wechsle ich mit einer Ruderübung. Ich ziehe was von oben, mache Klimmzüge zum Beispiel, danach mache ich Langhantelrudern, Kurzhantelrudern und danach mache ich wieder enges Latzchen von oben. Danach kommt wieder so eine Ruderübung und zum Schluss vom Rückentraining mache ich dann immer meistens noch Kreuzheben mit rein, weil Kreuzheben ist für mich einfach so die Übung der Übung. Ich hab den immer an, hab ihn aber ziemlich locker, mehr wegen dem Bauchstabilität, also weniger wegen dem Rücken. Weil beim Krafttraining macht man eine Pressatmung und die kann man logischerweise nur machen, wenn man irgendwo gegenpresst. Normal presst man gegen die Bauchdecke, wenn man halt einen Gurt hat, presst man. Aber du musst ja richtig in der Übung, dich auf die Übung konzentrieren und dann kannst du halt in der Rücken den Bauch anspannen und so kannst du halt richtig gegen den Gürtel pressen. Jawohl, genau. Super. Schön.
Müsst ihr eigentlich schön in der Tiefe merken hier, ne? Ja. Nur ein bisschen tiefer zu ziehen, ne? Jawohl, genau. Super. Ali, wie war denn dein letzter Wettkampf, wo es dann jetzt mit der Pro-Card geklappt hat? Ja, das war ja die Olympia Amateur in Portugal und war wirklich eigentlich ein ziemlich cooler Wettkampf. Also die Bühne ging ja so nach oben und es war für mich einfach so ein riesiges Event. Hat auch mega viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, aber an sich mit der Form bin ich relativ zufrieden gewesen. Ich denke, da waren auch 5% drin. Aber trotzdem, allgemein, was man jetzt so vom letzten Wettkampf zu diesem Wettkampf geschafft hat, ist auf jeden Fall schön. Im Gesamtsieg Zweiter geworden. Auch das ist nicht so ganz zufriedenstellend, aber die Pro-Card ist da. Dementsprechend ist jetzt Luft nach oben, Kopf ausschalten, den Wettkampf abgeschlossen. Und jetzt geht es nur noch quasi mit dem Fokus auf aufs Pro-Debüt. Hast du eigentlich wettkampftechnisch schon mal ein Sauge gefasst oder guck dir da mal, was so passend ist? Ich gucke einfach, was da passend ist. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange ich jetzt wirklich brauche, um so drauf zu packen, dass ich sage, okay, jetzt können wir dann auch mal runtercutten wieder. Und es wird relativ spontan. Was denkst du früher? Oder nächster Herbst? Ich denke eher so in Richtung nächster Herbst. Frühjahr, weiß ich nicht, jetzt Oktober, November, Dezember. Okay, dann Januar, vielleicht auch früher, mal gucken. Ich muss einfach mal gucken, wie schnell alles geht, wie schnell ich reinkomme. Auch ist ja für mich auch immer, ich muss ja dann auch wirklich wieder in dieses Bodybuilding wieder erstmal richtig reinkommen. Alles, die Normalzeiten, alles planen. Genau. Das braucht dann bestimmt auch so 2, 3, 4 Wochen, bis der wirklich drin. Kommst du mal zu mir ins Trainingscamp. Ins Training, ins Tim Budesheim. Da gibt's richtig Rinderbeef, jeden Tag 1 Kilo. Im Schlaf mit deinen Eltern oben. In meinem Zimmer kommen wir 2 Wochen vorbei. Ja? Machen wir schön. Trecker fahren. Das ist der beste Ausgleich. Kannst die Sehne baumeln lassen. Trecker ziehen, glaube ich. Ja, genau. Super. Schön. So, Aldin. Tim ist momentan in Form. Ja, sehr schön. Go! Normalerweise würdest du sagen, wie hast du Muskeln aufgebaut? Das stimmt doch gar nicht. Doch. Ich trainiere schon schwer, aber ich trainiere keine 13 Jahre wie... Nein. Alden macht maximal 9 Arbeitssätze. Was? Ja. Nein, das stimmt nicht. Bei der ersten Übung, oder? Das stimmt nicht mehr. Hat sich geändert, ja. Okay. Alter trainiert wirklich, echt, wirklich. Wenn wir gleich aber sind, ist ja gut, weil der springt quasi nicht höher, als er muss. Ja, ist auch so. Gutes Schwert springt nur so. Alter sagt immer, warum soll ich so viel zu viel machen? Ich mache einfach das, was genau richtig ist. Das hat ja bei ihm auch immer gut funktioniert. Wenn er ja das erkennt, dass das bei ihm funktioniert so. Aber wenn wir beide ins McFit gleichzeitig gehen. Komm, mehr für Bauchnabel ziehen, komm. Komm jetzt, komm. 3 noch, komm. Komm, 1, 2 und 3. Ich hätte halt dann Angst, die Polizei zu schinken oder so. Ja. Das ist auch manchmal auch nicht gut. Ich mache manchmal. Erzähl bitte mal. Wir sind genau richtig und nicht zu viel und bla bla. Wem soll ich das erklären? Ja, also. Ich trainiere halt immer so. Gut, ich verschenke wirklich ab und zu ein bisschen Potenzial, das stimmt schon. Aber ich versuche immer im Blick zu halten, wie ich Progression mache. Ich versuche halt wirklich zu wissen, was ist mein Maximum und versuche darauf wirklich leicht zu steigern, weil die meisten im Gym, die Progression machen, die wissen gar nicht, wo sie waren. Die stacken einfach nur auf. Und ich habe gesagt, ich habe die Zeit und ich will nichts überstürzen. Und jetzt weiß ich aber zum Beispiel, meine Schwäche eindeutig ist der Rücken und auch die Brust. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, außer einfach wirklich gezielt Progression zu machen und auch wirklich schwerer zu trainieren.
weil so ein Quadrizeps und sowas, das läuft bei mir relativ gut. Aber ich muss halt einfach stärker werden, das ist klar. Dann mal den Kopf ausschalten und einfach ballern. So ist es. Ist leider so. Aber man lernt dazu. Lieber sagt mir mit Aldi, du trainierst zu leicht, als dass ich von unsauber auf sauber kommen muss. Ja. Du komm, übel. Yeah, buddy. Eins, zwei, drei. Bisschen mehr nach vorne die Schulter bitte. Jawohl. Super. Jawohl. Super, Griff. Komm, und fünf. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Well, I saw him at the 2017 San Marino and he won the Amateur Olympia on the first day. He came back as a pro on the second day. He's got a fantastic physique. You know when Dorian used to bring arms back in the, you know, in all the lat striations, like the 91 Olympia and everything? He's got that. He's got that in spades and he's got a shocking look, actually. Another one who could take out some big names. Läuft gut, wir sind jetzt gleich fertig, haben wir jetzt 10 Minuten trainiert und gehen jetzt gleich Steak essen. Ist das so? Nope. Nope. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, komm, und 2 noch, komm. 1, und letzten. Super. Was kommt jetzt als nächstes für ihn? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der andauernd von mir will. Die ganze Zeit werde ich hier nur penetriert, belästigt, gemobbt, geschlagen, geschimpft. Anstatt mal einfach mir mit Liebe zu entgegen, weißt du? So. Aber nee, immer mit Gewalt. Gewalt. Nimm mich doch mal in den Arm und knuddel mich mal und sei mal nett zu mir, weißt du? Dann bekommst du auch was zurück. Und mit Gewalt. Was schreit er mich an? Ja, komm, ich helf dir mal. Meine Übung, Kurzhantelrudern, einmal nach vorne gebeugt. Und dabei ist eben wichtig, dass man wirklich Rudern macht und nicht irgendwie Bizeps ziehen oder so. Die meisten ziehen einfach so gerade nach oben, ziehen dann viel mit der Schulter, mit dem Bizeps. Und wir rudern wirklich von vorne nach hinten. Deswegen muss ich jetzt mal gucken hier. Versuche, wenn die hier bist, das Schulterblatt dann hier zu lassen und den Arm mehr nach hinten zu ziehen. Mehr hier rein. Nicht ganz so viel mit dem ganzen Schulterblatt. Ja, jawohl. Jawohl, super. Jawohl, jetzt hast du es. Der war gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und einen auf 10. 1, 2, richtig hoch, richtig oben rein. Richtig schön Rücken rein. Jawohl. Hol es ein bisschen mehr von vorne weg. Jawohl. Jawohl, jetzt ist geil, das ist geil. Super. Schön. Zwei, drei, vier,
5, 6, 7, 8. Ein bisschen mehr von vorne und ein bisschen mehr nach hinten rudern. Jawohl. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mehr von vorne nach hinten ziehen, mehr einrudern. Super. 3, 4, die sehen geil aus, super. Schön, Alter. Komm. Komm, Schneewittchen, komm. 4, 3, 2, letzten. Andere Seite. 1, 2, richtig oben rein. 4, richtig oben rein. Komm, 5. Komm. Komm. 3 noch. 1, 2 und 3. Wie ist das Training bisher für dich? Sehr, sehr intensiv. Also es waren jetzt bis jetzt 2 Übungen. Aber man merkt halt, wenn man mit so großen Jungs trainiert, dann ist der Fokus automatisch bei höherem Gewicht und man kann gar nicht mehr wenig machen. Auch seine Oberarme sind so groß, Kevins auch, fühlt man sich wieder so wie ein kleiner Anfänger. Schön, komm. Ja. Super. Turn. Ich hab grad gemacht. Ach so. Hab ich gar nicht mitbekommen. Das ist ich war so im Fokus. Ich möchte nicht, dass du. Ne? Aldi, du bist. Ich hab grad gemacht. Du meinst ganz nur, dass Aldi. Du so bist, Kevin. Hier brauchst du dich nicht rauszureden. Ja, Aldi kennt ihn schon, ne? Ja, das ist normal bei uns. Erst folgt er mir und dann drückt er sich. Aldi rennt mir den ganzen Tag hinterher, weißt du? Der guckt meine Insta-Stories, der wartet morgens. Ich habe letztens mit seiner Freundin gesprochen, ja? Die hat es mir sogar bestätigt. Können Sie gerne vor die Kamera holen und Ihre Aussage nochmal hier festhalten. Aldi guckt sich morgens so lange Insta-Stories an, bis er irgendwann meine Insta-Story sieht, dass ich gleich zum Sport gehe oder beim Sport bin. Man sagt ja immer zu Hause, komm, Schatz, wir müssen los, Kevin ist beim Sport. Zufälligerweise hat sie Kevins Worte benutzt. Wer hat sie die wohl in den Mund gelegt? Also ich glaube nicht, dass sie... Ja? Ihr habt die gleichen Worte benutzt, 1:1. Das, was du mir wiederholt, das ist eine, das ist eine Symbiose. Ich weiß mal, so verbunden bin ich schon mit deiner Freundin eigentlich. Verdammt nochmal. Kann ich doch nichts dafür, wenn wir uns so gut verstehen. Komm, du drückst dich schon wieder. Mach mal deinen Satz. Genauso denke ich. Tim wird kalt. Ich hab Tim's Rücken gesehen, der wird kalt. Verdammt nochmal. Das kostet dich schon wieder 2 Plätze. Zwei. Jawohl. Jawohl. Super. Jetzt so schnell zurück, langsamer zurück. Kein Wurftraining. Jawohl. Super. Rein auf. 1, 2 und 3. Der letzte war eigentlich der beste. Der letzte war eigentlich der beste. Komm. 1, 2. Langsamer zurück. 4. Komm. 5. Komm. Sehr geil. Hier ist er richtig gut. Komm. 4 Stück noch. 1. Come on. Komm, Kevin. 2. Komm, Schnürchen. 3. Komm. Und letzten. Super. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Sauber. Wie war das? Was? Ich dachte, ich habe da noch was gehört. Er hat gesagt, er kann nicht mehr, er ist zu schwach, er ist ein Mädchen und er hat zu viel Östrogen im Körper. Aha, deine Glaubwürdigkeit sinkt, Kevin. Sag doch die, weißt du jetzt vor der Kamera, lügst du wieder rum. Gerade sagen, kommt er so,
Kevin, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Tim macht mich total fertig. Ich komme unter diesem ganzen Druck einfach nicht klar und ist einfach, bin total überfordert, was der von mir will. Drück mich mal bitte. Ja, steh dazu. Los geht's, ein Training hier. Dann normal.